Hallo, ihr Lieben. Das ist schon mal ja hier Paartherapeut, Beziehungscoach und vieles mehr. Und das mit der Liebeschip-Dating-Plattform ist wieder ein Schritt weiter, kann ich schon mal sagen. Gut, es gibt viele Schritte und da, ja, jeder Schritt will gegangen werden, müssen wir mal gucken. Aber Planungen sind auf jeden Fall einen Schritt weitergegangen, sagen wir mal so. Ansonsten findest du meine Kurse für Dating, Beziehung, Bindungsangst, Verlustangst, findest du auf liebeschip.de, da kannst du auch solche Fragen stellen. Und heute haben wir ein schönes Thema. Ich sage ja immer ganz gerne, dass mit diesen Sachen hier nicht Pizza und Pommes und nicht so dramasüchtig. Und jetzt haben wir heute jemand, der da eine Entscheidung getroffen hat, bewusst was Langweiligeres zu machen. Und ja, wie das jetzt sich nun ausgespielt hat, finde ich eine sehr spannende Mail, auch mal sehr anders als die sonstigen Mails. Lieber Christian, ich habe mit deinen Videokursen vor einigen Jahren den Ausstieg aus einer Affäre geschafft. Aber auch von meinem damaligen Partner, mit dem ich zwei Kinder, heute etwa 12 Jahre alt, habe. Ich war komplett naiv, was Dreiecke und ihre toxische Dynamik anbetrifft. Ja, wer es noch nicht weiß, keine Dreiecke ist immer meine Empfehlung, es sei denn, man hat Beziehungen komplett gemeistert und will irgendwas Neues ausprobieren, in Absprache mit allen, aber gut, für unsere Belange kann man eigentlich, wie ich immer wieder sage, keine Dreiecke, ne? Ich befand mich damals in einer beruflichen Aufstiegswelle und dachte, mit der neuen Partnerschaft bin ich endlich ganz oben angekommen. Ich war völlig abgehoben in der Zeit. Ja, diese toxischen Affären ist ja wie so ein Drogenrausch, ne? Ja. Die Affäre war geprägt durch toxische Dynamiken mit allem drum und dran, Future-Faking, Ghosting, wieder auftauchen und so weiter. Ich habe gestalkt, er hat gestalkt, es war einfach nur schrecklich. Am Ende war ich einfach nur noch fertig und konnte meine Kinder kaum noch versorgen. Ja, also die können einen komplett fertig machen, diese Beziehungen. Sind aber auch häufig der Punkt, wo man aufwacht, wo man, würde fast sagen, so eine Erweckung hat irgendwie. Und ja, in ein ganz neues Leben treten kann, wenn man es erlaubt, ne? Wie du immer prognostizierst, wenn man sich auf den Befreiungsweg gemacht hat, ging es dann aber woanders weiter und zwar im Job. Mein Chef ging nach 10 Jahren toller Zusammenarbeit in einem noch tolleren Team in den Ruhestand. Es begann eine zerfleischende Phase, Kolleginnen und Kollegen wandelten sich. Es kam zu kriegsähnlichen Zuständen, es gab richtige Grabenkämpfe, ich konnte nur noch wenigen trauen, ich brach Kontakte ab, es war schwer zu ertragen. Daher bewarb ich mich trotz der Corona-Krise und bekam tatsächlich 2 tolle Angebote. Eines ein klassisches Aufstiegsangebot, mehr Führungsverantwortung. Die Gespräche fühlten sich sicher und konstruktiv an. Sie gingen sogar meinen hohen Gehaltsforderungen nach. Also vorab wollte ich noch sagen, ja, oder zwischendrin, ja, diese Drama, toxischen Anziehungspunkte, die können sich auch im Job ausspielen. Ne? Das sind ja alles alte Entscheidungen, die du getroffen hast, dass du überhaupt in dieser alten Firma warst. Insofern muss man sich nicht wundern, wenn man das auch in anderen Lebensbereichen angezogen hat. Und jetzt räumst du da quasi auf, ne? Leider muss ich mehr Auto fahren in dem Job, was mich etwas störte. Dann der andere Job. Ein Aussteigertraum sollte wahr werden. Eine Amtsstelle auf einer der deutschen Inseln, recht privilegiert. Wohnraum war nicht das Problem. Ich sollte die rechte Hand einer wichtigen Person dort werden. Die Aufgaben wären eher neu für mich. Ich war 2 Tage auf der Insel und war regelrecht geflasht von dem Gedanken. Aber ich hatte in einigen Detailsituationen ein merkwürdiges Bauchgefühl. Ja, da sollte man immer drauf hören. Ich nutzte bei der Entscheidungsfindung teilweise unbewusst, teilweise bewusst seine Konzepte, um die Situation für mich zu sortieren. Ich habe mich dann vor ein paar Wochen für das solide Aufstiegsangebot entschieden. Also ich glaube jetzt für das zweite. Klingt erstmal alles gut, aber ist es aber seit ein paar Tagen nicht. In mir begann eine schlimme Sehnsucht nach der anderen Variante. Ich entwickle Fantasien, wie es gewesen wäre. Es entstehen Grübeleien, dass mir das Beste durch die Lappen gegangen ist. Ich bereue es und es schmerzt. Das Gefühl, wieder hinter etwas Unerreichbarem hinterherzulaufen, macht sich andererseits breit in mir. Nochmal zum Bauchgefühl zurück.
Es bezog sich auf der Insel auf einige Situationen mit meinem zukünftigen Vorgesetzten. Der war irgendwie komisch, ich fühlte mich unwohl. Er war scheinbar sehr beeindruckt von meinem Stil und versuchte sich auf mich einzustellen, aber es fühlte sich unauthentisch an. Zusätzlich fragten mich drei Leute unabhängig voneinander in Einzelgesprächen, ob ich Erfahrung mit Mobbing hätte. Ich musste dann auch in einem Ausschuss eine Präsentation halten, nachdem mich ein Mitglied fragte, ob ich denn auch mal auf den Tisch schauen könnte, beziehungsweise dazu in der Lage wäre. Diese Punkte waren mir also im Rahmen der Entscheidungsfindung besonders aufgefallen im Zusammenhang mit dem Bauchgefühl. Natürlich gibt es in jedem Job auch Probleme. Vielleicht wurde das hier nur direkt angesprochen. Ich frage mich also nun, sehe ich nur noch toxische Muster bzw. Gespenster? Das ist ja keine Liebesbeziehung, um die es geht. Ich habe mich auf mein Bauchgefühl verlassen und die langweilige Variante gewählt. Bei deinem Bauch, jetzt weiß ich, mit deinem Bauchgefühl hast du nicht gesagt, dass du auch ein schlechtes Bauchgefühl. Also hast du jetzt ein Bauchgefühl für diese Inselvariante oder für die andere Variante? Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Naja, gut. Mich auf das Bauchgefühl verlassen und die langweilige Variante gewählt. Allerdings fiel mir die Entscheidung in dem Moment sehr, sehr schwer. Der Vater meiner Kinder hatte sicher auch etwas damit zu tun, denn er fing wieder an, mir ins Gewissen zu reden, dass, wenn ich überhaupt die solide Variante nehmen soll, ja, also auf den solltest du aber nicht hören, wenn das so toxisch war. Also toll, da kannst du auch, weiß ich nicht, kannst du auch sonst wen fragen irgendwie. Das ist, glaube ich, der schlechteste Ratgeber in so einer Situation. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf jemand, der einen schon so toxisch durch die Mühle gedreht hat, da, das ist deine alte Energie, dein altes Denken und all das, also da würde ich echt nichts drauf geben. So, ne? Ohne mich jemals richtig praktisch zu unterstützen und nicht nur zu labern. Ja, eben deswegen, ne? Was mich dabei natürlich beeinflusste. Ja, natürlich ist es nicht. Du gibst ihm Macht, du musst es nicht, ne? Letztlich war es aber rational, dass er uns hätte gehen lassen, weil er nie durchzieht, was er verkündet. Naja, also jetzt, finde es zu komplex, immer jetzt diese Sachen noch aus Sicht der Kinder zu beleuchten. Also natürlich, ich kenne jetzt, da schreibst du auch nichts drüber, die Situation mit den Kindern, natürlich ist es immer eine Überlegung wert, die Kinder nicht so weit vom Vater wegzubringen, so. Ich würde das trotzdem mal, weil das mit Kindern immer so komplex ist, dieser E-Mail mal rauslassen, diesen Punkt. Und dann muss man natürlich sagen, also er kann natürlich nicht bestimmen, wo du arbeitest, ob er jetzt, wie das jetzt mit Kindern ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da kann man es letztlich auch nicht bestimmen, aber klar. Wie gesagt, das wird zu kompliziert, das jetzt noch mit reinzunehmen, aber du musst dich erstmal für dich entscheiden, so auf jeden Fall, ne? Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und dann mal gucken, was mit den anderen, wie die anderen da reinpassen, so, ne? Aber ja, die Kinder machen das immer so komplex dann. Ja. Jetzt hängt natürlich auch von der Beziehung zum Vater ab, sieht er die überhaupt regelmäßig und. Ah, jetzt rede ich doch drüber. Es ist wirklich schwierig, weil natürlich bricht der Kontakt zum Vater bricht sowieso total leicht ab nach einer Trennung und naja, wenn man da nicht noch in der Nähe wohnt. Wobei ich jetzt auch nicht so richtig mir vorstellen kann, ob jetzt die Insel wirklich so nah ist. Aber naja, gut, Fragen über Fragen. Jetzt fange ich also sehr an zu bereuen und es belastet mich seit einigen Tagen schlimm. Ich weiß nicht, ob ich an dem Fall gerade wieder übe, das spicy und edgy Ding vernünftig runterzudampfen oder die soliden Dinge willkommen zu heißen. Oder habe ich eine falsche Entscheidung gefällt, weil ich zu sehr beeinflusst war von meiner toxischen Vergangenheit. Das Leben soll ja auch nice geil sein und nicht nur solide. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Da bin ich voll bei dir. Und ich empfehle ja sogar, das bezieht sich tatsächlich im Wesentlichen auf Beziehungen, wenn ich sage, und es sollte nicht zu spicy und edgy sein. Es sei denn, man steht da unbedingt drauf. Wenn man aber so ein Gehirn hat, was auf ein bisschen Thrill steht, was glaube ich bei vielen Leuten in toxischen Beziehungen der Fall ist, egal in welchem Pol,
dann sollte man sich das ruhig woanders im Leben reinholen, ne? Ich empfehle immer eher so in Hobbys, aber es gibt jetzt auch nicht unbedingt einen Grund, nicht einen aufregenden Job zu haben, so, ne? Ich mag nämlich auch grundsätzlich Abwechslung und auf jeden Fall war die Zeit reif für Veränderungen im Job. Auch bin ich leicht genervt von den Verpflichtungen hier mit meinem Haus inklusive Garten, welche ich alleine unterhalte. Da kommen einem zwischendurch eben mal Abstoßfantasien von wegen frei sein. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Rückmeldung geben könntest, wie dieses Phänomen aktuell zu nehmen ist. Danke für deine Hilfe auf dem Zwischenschritt ins nice geile Leben. Ja. Das ist natürlich, also letztes, das sind natürlich schwierige Fragen, man, letztlich musst du es entscheiden, aber also es kommt auf jeden Fall, meine ich, wahrzunehmen, dass du sehr unzufrieden mit dem Job bist. Und das ist so ein bisschen das Pendant zu, ich date jemanden, der nett ist, aber den ich überhaupt nicht attraktiv finde. Das, was ja, was ich mal wieder sage, nicht funktioniert so, ne? Nur weil jemand nett ist. Und womöglich bindungssicher ist, aber man den nicht attraktiv findet, das ja, macht einen nicht glücklich, triggert die eigenen Bindungsängste oder Bindungsvermeidung und ist auch nicht so der Weg, ne? Das heißt, jetzt nur weil diese Arbeit scheinbar solide ist, bis langweilig, heißt nicht, dass es die richtige ist für dich so, ne? Weil das ist quasi der unattraktive, langweilige Partner, den du gerade datest, so kommt es mir vor, so, ne? Musst du natürlich letztlich wissen. Und warum nicht einen spicy, edgy Job machen? Also vor allen Dingen, was man ja immer, ist auch so ein bisschen so, diese Variante, so in Beziehungen, dass man sagt, die Leute, die attraktiv sind, sind alle toxisch und ich muss jemand Unattraktives daten, jemand Langweiliges, der ist nicht toxisch. Also auch das wäre vielleicht eine Parallele hierzu. Was auch völliger Quatsch ist. Es gibt Leute, die sind attraktiv und sind total nett und es gibt Leute, die sind komplett unattraktiv. Also jetzt nur aus der eigenen Wahrnehmung. Und sind total toxisch, ne? Also es gibt es durchaus, dass Leute, wo man so denkt, boah, ja, der kann ja froh sein, wenn er jemand abkriegt, so ungefähr. Und gleichzeitig total toxisch ist so, ne? Von daher, ey, wenn du dich da nicht wohlfühlst, ja, dann war es halt ein Zwischenschritt und hast dich halt falsch entschieden. Das kommt übrigens, also vielleicht ist das auch ein Trost, häufiger vor, als man denkt, weil du ja auf diesem Bewusstseinsweg, der ja der Liebeschiff-Weg ist, ist auch so ein Rantasten an diese Art, Entscheidungen in einer neuen Energie zu treffen, so, ne? Und da muss man sich ein bisschen reinfinden, so, ne? Und da manchmal kommen doch noch so alte Strukturen da rein, alte limitierende Glaubenssätze oder man weiß nicht, möchte irgendwas anders machen, macht es dann aber zu sehr anders. So. Also, was ich jetzt nicht einschätzen kann, ist, in der Insel würde ich jetzt auch denken, dass seine Kinder jetzt nicht mehr nah beim Vater wohnen, ich weiß es nicht, aber weiß nicht, wenn sie jetzt, sagen wir mal, eine Stunde entfernt sind und beim neuen Job werden sie 10 Stunden entfernt zum Vater, das, ja, sollte man natürlich in Betracht ziehen, sage ich mal, ne? Aber wenn es jetzt eine Sache ist zwischen, also das musst letztlich du wissen, ne? Aber eine Sache ist, dass es nur ein bisschen weiter ist oder was weiß ich, aber auf deinen Ex würde ich da schon mal, würde ich da nicht hören, was deinen Beruf angeht. Dein Ex kann natürlich mitreden mit den Kindern, ne? Aber klar, wirst du da wohl irgendwie mit ihm auch mal seine Meinung einholen müssen, aber dein Beruf sollte er dich nicht, denke ich, jetzt bitteschön nicht mehr beeinflussen, so, ne? Also, wenn wir jetzt diese Kindersachen mal ein bisschen außen vor lassen, hört sich das für mich schon so an, als wenn das nicht das ist, was du willst. Und warum nicht nochmal umentscheiden, ne? Also, weil, ehrlich gesagt, was hast du zum Ersten geschrieben? Klassisches Aufstiegsangebot, mehr Führungsverantwortung, Gespräche fühlten sich sicher und konstruktiv an. Sie gingen sogar meinen hohen Gehaltsanforderungen nach, weil ich hart bei meinen Standards blieb. Hört sich für mich an nach einer guten Energie, kann ich nur sagen, wenn irgendwas läuft wie geschnitten Brot. Ja, da würde ich doch nochmal drüber nachdenken und quäl dich nicht durch eine Sache, die dir keinen Spaß macht. Ne? Vielleicht gibt es ja auch noch eine dritte Variante, die dieses Kinderproblem auch löst. Aber quäl dich nicht
mit irgendwas, wo du keinen Bock drauf hast. Also so ist es nicht gemeint, dass man nicht so sehr auf edgy und spicy gehen soll. Spicy und edgy sind total in Ordnung, wenn sie eigentlich im Grund und Boden rammen, was halt in Beziehungen passieren kann. Aber es muss jetzt nicht so sein, dass in anderen Lebensbereichen spicy und edgy nicht gut ist. Also bei mir zum Beispiel sind meine Hobbys spicy und edgy. Ist natürlich auch Ansichtssache. Manche sehen das vielleicht anders, weil ich weiß, dass mein Hirn braucht so einen Input irgendwo im Leben. Und ich will das auch gar nicht. Ich will, also ich bin jemand, der braucht Abwechslung. Ich brauche ab und zu mal Thrill und da muss man halt überlegen, in welchem Lebensbereich sucht man sich das irgendwie. Und ja, muss jetzt nicht dein ganzes Leben auf Salat umstellen. So ist es echt nicht gemeint so, ne? Ja, coole Frage. Und wie gesagt, kann ich gar nicht überbetonen, wenn man erstmal anfängt, neue Parameter an Entscheidungen anzulegen, ist es erstmal ein Ausprobieren, ne? Das ist wie eine neue Superkraft, die du hast. Und die muss man erstmal lernen einzusetzen und dass dann nicht jede Entscheidung jetzt sofort passt. Und gerade in diesen Zeiten, muss man auch mal sagen, wo nur Veränderung ist, ne, da sollte man nicht zu streng mit sich sein und auch Menschen sind nicht perfekt und nicht erwarten, dass man immer die richtige Entscheidung trifft, ne? Aber wenn man feststellt, das ist die falsche, sollte man auch, das ist genauso wie bei Partnern, sollte man jetzt nicht ewig warten, daraus die Konsequenzen zu ziehen, ne? Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen da ein bisschen helfen und wir werden es bald wiedersehen.